So, aber jetzt. Irgendwie funktioniert das Overwolf bei Rift gerade nicht. Deswegen versuche ich mal wieder eins von Runes Magic aufzunehmen. Da kackt mir aber egal der PC ab, keine Ahnung warum. Ich hoffe, das reicht bis zum Ende von dem Spiel hier jetzt. Und zwar ist das hier ein Minigame, was es nur während des Halloween Specials gibt. Und das ist also wie das Spiel auf Leben und Tod, also das, wo man die Kacheln aufhacken muss, nur halt mit anderen Sachen zum Gewinnen. Und ja, den Rest wird er jetzt gleich sehen. So, also wie gesagt, im Prinzip genauso wie das Spiel auf Leben und Tod. Man hat 7 Minuten Zeit, die Kacheln aufzuhacken. Zu den Kürbissen, die hier rumfliegen, sage ich dann noch was. Gräber aufhacken als erstes ist natürlich Mist, weil die Mobs, die aus den Gräber rauskommen, die unterbrechen uns. Okay. Das sieht gar nicht gut aus. Dazu sind die Kürbisse da, damit können wir die Mobs wegmachen. Natürlich auch bloß eine begrenzte Anzahl, wenn es zu viele sind, dann wird das ganz große Mist. Also unser Plan ist hier die Kacheln aufzuhacken und Geschenke rauszubekommen. Jetzt habe ich schon 3 Gräber aufgehackt. Da sehe ich jetzt schon, dass das nicht wird. Weil wie gesagt, umso mehr Gräber sind, umso schlechter ist das alles hier. Aber solange wir hier noch welche Dinge finden, die wir brauchen, ist das in Ordnung. Gibt es auch Heiler, die mir jetzt am Anfang gar nichts nützen, wenn ich noch nicht verletzt bin. Was wir brauchen, ist ein Kürbis, mit dem wir Gräber zerstören können. Das ist natürlich das günstigste, die am Anfang aufzuhacken, aber wie gesagt, wir wissen ja nicht, wo die sind. Deswegen habe ich jetzt die Arschkarte hier. Wenn wir zu viele Gegner haben, dann wird es natürlich nichts hier. So, jetzt habe ich so einen Kürbis gefunden. Jetzt muss ich natürlich bloß auch so ein Grab anklicken können. Aber wie gesagt, wenn da so viele Gegner sind, dann werden es gestunt und geschlagen und alles Mögliche, was nicht gut ist. Man muss immer zusehen, dass man die Gegner wegbekommt. Man sieht hier, umso mehr Gegner sind, umso beschissener gehen die weg. Und umso mehr werde ich verletzt. Umso mehr Zeit verbrauchen wir und können natürlich die Kochen nicht aufhaben. Aber man muss sehen, was man noch so finden. Ja. Die Kürbisse brauchen natürlich eine Weile, bis die wieder bereit sind, mir zu helfen. Was natürlich ganz schlecht ist. Weil, wie gesagt, die Gegner stören mich beim Hacken und beim allen möglichen. Mist. Man kann nur versuchen, den auszuweichen und die halt zu vernichten. Ganz schlecht, das ist ganz schlecht. Und hoffen, dass wir noch mehr von den Kürbissen hier finden, die Gräber zerstören können. Das Ziel ist es hier, alle Kacheln aufzuhacken, weil nur mit, wenn man alle ha aufgehackt hat, dann kommt das Spiel natürlich auch gewinnen, ist natürlich logisch. Und mal sehen, wie weit ich komme. Auch hier, wenn ich nur Gräber aufhack, ist das natürlich voll für den Arsch.
Aber wie gesagt, man kann das vorher nicht wissen. Man hat nur Glück und gewinnt. Man hat nur Pech. Und findet halt nur Gräber, die einen das Leben schwer machen. Es gibt, glaube ich, drei Kürbisse zu finden, die Gräber zerstören. Wenn man die zufälligerweise gleich am Anfang aufhackt, kann man natürlich auch schön die Gräber zerstören. Und man hat dann keine Probleme mehr, die Kacheln wegzumachen. Wenn natürlich 20 Gräber am Anfang kommen und dann keine Kürbisse mehr, mit denen man Gräber wegmachen kann, ist das natürlich für den Arsch. Aber wie heißt es immer so schön, niemals aufgeben, niemals kapitulieren? Ne, sinnlos sind nur Gräber heute hier. Da hatte ich schon mal meine Klamotten wechseln, weil die kaputt gehen hier drin. Was natürlich ungünstig ist, weil die Repkosten ja dann ins Bodenlose gehen. So schlecht war ich lange nicht, aber die Minute schaffe ich auch noch. Kann ich zwischen noch mal eins im Korb zerstören. Was es euch nicht viel nützt, weil bei den vielen Gegnern hier ist das nicht besonders. Ja, das ist ja. Ne. Versuchen wir wenigstens nicht zu sterben hier. Vielleicht kriegen wir dann trotzdem noch ein, zwei Münzen am Stadtplatz für Durchschaffen des Parcours hier, als das Aufhackens, aber alles andere. Man sieht hier, ich habe fast nur Gräber abgehackt hier und kein Kürbis hier, also. Total sinnlos. Okay, Zeit vorbei. Wenigstens nicht gestorben. Gucken wir noch, ob wir wenigstens noch zwei Münzen bekommen. Wenn wir gewinnen, bekommen wir also die drei Münzen fürs Event und noch ein Paket, in dem Kuchen drin sein kann, die uns dann Erfahrungspunkte geben. Gucken wir mal. Also wie gesagt, wenn wir gewinnen, können wir hier diese Kuchen gewinnen, nur 1 Million Erfahrung bekommen, 100.000 Erfahrung, 50.000 Erfahrung oder 10.000. So. Gucken wir mal, ob wir was bekommen. Zwei Münzen. Okay, das ist genau das, was ich will. Jetzt brauche ich noch drei Münzen, ne, um geschenkt zu holen, und das mache ich dann mit den Gespenstern mal da oben. Was ich jetzt aber nicht machen werde, weil das uninteressant ist, wollte ich bloß das mal schnell zeigen, weil es eben bei Rift gerade nicht funktionierte mit den Aufnehmen. Also muss das hier als Let's Play für diese Woche reichen, und ich hoffe, dass ich es bis nächste Woche hinbekomme, dass es dann bei wieder funktioniert, weil da kann ich mehr zeigen und machen. Weil hier bei Runes of Magic ist mir das alles ein bisschen zu langweilig geworden. So, okay, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.